Nein. Warum? Nein, die Mentalität, es ist die Mentalität, wisst ihr eigentlich, wie sehr der eure Fähigkeit ordentlich zu gehen beeinflusst? Da gibt es jemanden, der kann wesentlich mehr und der könnte mich weiterbringen. Wann gehen wir? Wir gehen jetzt einmal Frühstück besorgen. Das ist immer ganz, ganz wichtig bei der täglichen Routine. Warten. Das hat die Dame voll verloren. Da steht Gutschein. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist das ein Wertgutschein, aber da steht nur, dass die Hühnerbrust mit Ratatouille und Bratkartoffeln um 6,50 statt 9,50 gibt. Also erst einmal hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Es ist noch relativ bald in der Früh. Ihr begleitet mich jetzt einmal beim Einkaufen hier beim Interspar in Steyr. Und ich würde ja gern wieder mein Trainingsvideo mitnehmen, aber im Wald ist das wahrscheinlich eh langweilig, weil das ist das, was ihr immer zum Sehen kriegt. Also gehen wir jetzt einmal eine Runde und für den heutigen Inhalt des Videos seid bis zu einem großen Teil ihr mitverantwortlich gewesen, denn es war bei einem der letzten Videos wirklich eine interessante Frage. Und zwar soweit, Fabi, mich würde wirklich interessieren, wie weit wärst du bereit zu gehen für einen Olympiatitel oder wo sind deine persönlich gesetzten Grenzen? Und dementsprechend habe ich eine Umfrage auf Instagram gemacht und da sind viele Fragen eingetrudelt. Und ich muss sagen, ich kenne die Fragen jetzt nicht wirklich. Ich habe es nur kurz überflogen, aber ich habe es dann gleich aus der Hand gegeben, weil ich gesagt habe, ich will gar nicht wissen, welche Frage das mir gestellt wird. Ich will, dass ich spontan beantworten kann. Spontan ist am ehrlichsten, spontan ist am coolsten. Also legen wir einfach mal los, ich nehme mich in die Routine mit und wir holen uns jetzt richtig geile Brötchen fürs Frühstück vom Interspar. So, während du deine Pombeer anschaust, die erste Frage. Ja. Würdest du für einen Mr. Olympia-Titel 20 Jahre deines Lebens hergeben? 20 Jahre. Ich bin jetzt 31. Die letzten Jahre sind verdammt schnell verflogen und da wird man schon klar, wie wichtig oder wie schön 20 Jahre sein können. Heute würde ich so weit gehen und sagen, 20 Jahre niemals. Also diesen Deal würde ich niemals eingehen, wenn mir irgendwer den Vertrag herlegt und die müssten unterschreiben. Würdest du deine komplette Internetpräsenz aufgeben? Social Media. Das ist richtig fies, im Moment drehen wir gerade für YouTube. Und ich meine, ich bin der sie beklagt hat, der gemeint hat, ich wäre gerne oft mehr Sportler, würde mich gerne mehr darauf fokussieren können, dass ich das, was ich mache, mit vollem Herzen machen kann, weil ich einfach durch und durch Sportler bin. Irgendwo ist es natürlich auch motivierend, wenn an Leute zuschauen, wenn an Leute positives Feedback geben für das, was man macht, für das, was man liebt. Ganz ohne externe Anerkennung wäre es vermutlich auch hart, gerade dann, wenn man es einmal gewohnt ist. Nächste Frage. Bitte. Würdest du nach Amerika ziehen? Ich möchte es jetzt einmal loslösen von Outfit und so weiter, weil Outfit ist einfach meine eigene Firma, die jetzt übrigens gestern vor einem Jahr den Onlineshop geöffnet hat. Das war ein Riesenhighlight mit extrem vielen Turbulenzen und Startschwierigkeiten, die wir aber alle gut gemeistert haben. Und ich bin stolz auf das, was wir in diesem einen Jahr als Team geschaffen haben. Also das ist ein Punkt, wo ich sage, der hält mich in Österreich. Immerhin habe ich mich dazu committed, dass ich sage, okay, ich komme aus Österreich, ich schaue, dass ich euch die besten Produkte zur Verfügung stelle und das nur innerhalb Österreich. Sprich, da ist schon sehr, sehr viel Österreich-Bezug, der mir auch wichtig ist. Ich bin ja wirklich jeden Tag gern hier und alles drum und dran. Ich liebe das Land. Aber wenn ich das jetzt mal loslasse und das möchte ich einfach machen, damit ich die Frage beantworten kann, würde ich nach Amerika gehen? Für einen beschränkten Zeitraum oder für immer? Für immer. Nein, die Amerikaner, das ist mir. Das ist. Nein. Warum? Nein, die Mentalität. Es ist die Mentalität. Wisst ihr jetzt. Weil, ja, da ist keine Kultur, nichts vom Gefühl her. Nichts, was dir irgendwie Standfestigkeit, Wurzeln gibt im Leben. Das hast du hier. Ich habe das Gefühl, da gibt es kaum Tradition. Bitte korrigiert es mir oder verteufelt es mir nicht voll, falls es eurer Meinung nach nicht so ist. Aber das ist das, was ich erlebt habe. Und selbst in der tiefsten Diät, wie gesagt, ich war jetzt etliche Wochen im Olympia in Amerika, davor in Mexiko. Und ich bin blind in der Diät. In der Diät nimmst du eh nichts mehr wahr. Du hast kaum nur Emotionen, schaust nicht nach links und rechts. Aber eins ist mir aufgefallen, also auf Dauer könnte ich hier nicht leben. Das ist so viel Schein. Ja, da leben wir auch in einer Scheinwelt. Aber das ist heftig. Ich habe das Gefühl, ich könnte keine Zugehörigkeit finden. Es tut mir weh, wenn ich mir das anschaue, wie es da teilweise abgeht. Auch dass es so viel gibt, die dem Schein nach alles haben, alles, was das Herz begehrt, und so viele, die einfach nichts haben. Und wenn du da die Augen ein bisschen aufmachst, dann fühle ich mich einfach nicht wohl dort in diesem Umfeld. Das ist mir bewusst worden und das
ist der Grund für mich, warum ich sage, nein, Amerika wird für mich als dauerhafter Wohnort sehr wahrscheinlich nicht in Frage kommen. Würdest du deinen großen Fußzehen opfern? Oh Mann. Ich habe selber so über diese Fragestellung, nachdem der YouTube-Kommentar da war, habe ich tatsächlich selbst darüber nachgedacht, was würde ich geben. Und ich würde schon ein bisschen was geben, wo andere Leute wahrscheinlich sagen würden, ja, was? Ist der Hund verrückt? Nein, das möchte ich jetzt nicht anschneiden. Das ist so. So. Ich habe ja schon mal einen Part gegeben, der hat nichts mit Bodybuilding zu tun gehabt und zwar nicht Bodybuilding bezogen, aber den würde ich nochmal opfern, weil ich mir jetzt im Nachhinein denke, macht keinen Unterschied, ob mit der Rohne. Aber der große Zeh, ja. Leute, wisst ihr eigentlich, wie sehr der eure Fähigkeit, ordentlich zu gehen, beeinflusst? Nein, den würde ich niemals geben. Das ist schon heftig, oder? Der große Zeh ist heftig. Würdest du vegan werden für einen Mr. Olympia-Titel? Aus dem jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, vegan, nein, unmöglich. Ihr seht es, da liegt der Mozzarella. Gut, die vegane Butter, die ich habe, ist, wie der Name schon sagt, vegan, das ist okay. Aber Mozzarella, Milch, Topfen, ich liebe es einfach zu sehr. Also darauf würde ich jetzt nicht unbedingt verzichten wollen, aber vegetarisch, sehr gern. Kein Problem. Würdest du alles, in Klammern Geld, Freundin und so weiter, riskieren zu verlieren, um zu gewinnen? Die Frage ist mir sehr, sehr klar. Um kurzfristig, und meine Betonung liegt auf kurzfristig, das Maximum rausholen zu können, machst du Abstriche in der Beziehung, machst du Abstriche im Beruf, machst du Abstriche bei Freunden, machst du Abstriche bei Familie. Wie gesagt, man versucht es so gut wie möglich immer unter den Hut zu bekommen, aber ich kann es eigentlich nur so beantworten, ja, würde ich, weil ich weiß, ich mache es ohnehin immer. Man bemüht sich und das ist ja das, was man glaube ich immer tun muss. Also über das Bemühen ist für mich Pflicht, denn wie gesagt, es gibt mehr wie nur Bodybuilding, aber Abstriche gibt es. Also ja, die mache ich ganz klar, ich weiß. Eine Beziehung kommt kürzer, ich weiß, eine Familie sieht man weniger regelmäßig, genauso wie Freunde. Zwischenmenschliche Beziehungen leiden und im Job bekommst du vorübergehend einfach nicht mehr so viel weiter. Diese ganzen Produkte, die kriegt ihr, habe ich noch nicht gesagt, aber diese ganzen Produkte, die kriegt ihr auf esn.com mit dem Code GLASSFM, habt ihr immer die besten Rabatte. Und für alle aus Österreich würde mich freuen, wenn es bei mir im Shop ein Outfit bestellt. Wir haben das ganze Sortiment von Vario, im sicheren Österreich, die beste Verfügbarkeit, die schnellsten Lieferzeiten. Und ja, da wisst ihr, wo es herkommt dann. Dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Würdest du für den Mr. Olympia-Titel Outfit aufgeben? Das läuft irgendwo so auf dasselbe raus. Also wahrscheinlich so im Verlauf des letzten Jahres oder der letzten anderthalb Jahre mindestens so viel Energie in Outfit reingesteckt, wie in dem Vorhaben, der bestmögliche Sportler zu sein, wenn nicht sogar mehr. Und da muss ich jetzt einfach sagen, Outfit ist was, das habe ich mir für die Zukunft gebaut. Das habe ich aus einer Vision heraus aufgezogen, gemeinsam mit Thomas. Also ich habe das nicht ganz alleine gemacht, danke an dieser Stelle. Das ist wirklich ein sehr, sehr verlässlicher Mensch, den wir vor allem im Team zu haben. Aber Outfit, schwierig, schwierig. Ich komme einfach leider Gottes wieder auf diesen Punkt zurück, dass ich sage, ich glaube an mich, ich glaube, da ist noch mehr drinnen. Outfit läuft dank einem Spitzenteam ohnehin weiter und das hat es in der letzten Olympia Prep schon gezeigt. Ich habe die Möglichkeit gehabt, weil ich einfach so ein geiles Team habe, dass ich mich weitgehend rausnehme, dass ich nur das Wichtigste mache, was ich machen muss und der Rest ist selbstständig gelaufen. Also von dem her sehe ich gar keinen Grund, Outfit aufgeben zu müssen. Outfit muss man nicht aufgeben und Outfit ist irgendwo so das kleine Baby, was ich vor anderthalb Jahren ins Leben gerufen habe, was ganz eine bewusste Entscheidung war und was ich jetzt nach anderthalb Jahren, vor allem nach einer Zeit mit so vielen schönen Erfahrungen abstoßen werde. Also Outfit bleibt weiter, keine Sorge, würde ich niemals hergeben. Würdest du für den Mr. Olympia-Titel den Coach wechseln? Das kann ich ganz, ganz schnell mit Nein beantworten. Und es braucht aber ein bisschen Ausführung wahrscheinlich, weil sonst ist zu einfach die Antwort. Also ich arbeite jetzt mit Stefan seit 8 Jahren. Also meinen ersten Wettkampf habe ich damals mit einem anderen Coach gemacht. Das ist auch super aufgegangen, hat super funktioniert. Und ab dem zweiten bin ich dann zum Stefan gegangen. Und damals war der Stefan nicht der Stefan, wie man heute kennt. Der Stefan war schon immer genial, aber der Stefan hat, glaube ich, eine Handvoll Athleten gehabt und das, glaube ich, noch auf sehr nationaler Ebene damals. Das heißt, ich bin eigentlich
gemeinsam mit dem Schneider Michael, meinem Teamkollegen, sicher einer der Athleten der ersten Stunde vom Stefan. Und jetzt könnt ihr euch denken, nach 8 Jahren entwickelt sich da eine Freundschaft natürlich auch. Stefan ist teilweise viel, viel mehr gewesen wie nur mein Coach und ist heute noch viel, viel mehr wie nur mein Coach. Das ist aber nicht der hauptausschlaggebende Grund, warum ich bei ihm bleiben würde, denn ich glaube, gerade als Freund oder fast Familienmitglied hätte er vollstes Verständnis dafür, wenn ich sage, Stefan, ich denke mir, ich komme mit jemand anderem weiter, weil ich denke, ein Freund, der will immer das Beste für dich, auch wenn es im ersten Moment nur so sehr schmerzt, aber der würde es, und so groß schätzen Stefan, der würde es verstehen, wenn ich sage, hey, da gibt es jemanden, der kann wesentlich mehr und der könnte mir weiterbringen. Tatsächlich ist einfach, dass ich über die Jahre gemerkt habe, dass es für mich niemanden gibt, der mehr kann wie der Stefan. Aber auf heutiger Ebene kann ich sagen, dass ich bis zum Ende meiner Karriere mit Stefan gehen werde. Also das ist was, das ist in Stein gemeißelt. Würdest du für den Mr. Olympia-Titel auf 1 Million Euro verzichten? Die finde ich eigentlich wieder relativ einfach. Das ist so, weil Mr. Olympia oder ganz nach vorne zu kommen, ist so ein Ziel für die nächsten Jahre, weil ich mache keinen Hehl daraus, dass ich mit 35 möchte aufhören, bis dahin gebe ich noch Vollgas, bis dahin opfert die, was es eben zu opfern gibt oder was irgendwie vernünftig ist. Wie gesagt, ein Ziel würde ich jetzt nicht hergeben, den muss ich nicht hergeben für das, dass ich dort hinkomme, wo ich hinkommen will. Und jetzt 1 Million Euro verzichten, das verzichtet sie leicht auf was, was man ohnehin nicht hat, um ehrlich zu sein. Weil wenn ich sage, ja, auf 1 Million Euro verzichten, ich habe ja ohnehin nicht, also auf was soll ich da verzichten? Wenn ich es jetzt, morgen bekommen würde, dafür, dass ich nicht Mr. Olympia werde, würde ich trotzdem Nein sagen. Das sind auf jeden Fall so meine Ansichten und wie man sieht, ich bin jetzt, glaube ich, nicht gewillt, die ganz brutalen Opfer, die irgendwie jeden Rahmen sprengen, zu bringen, weil ich einfach selber weiß, wie viel noch drinnen ist, wie viel Potenzial, das ich habe und dazu braucht es keine extremen Opfer. Natürlich immer in der Ungewissheit, dass ich weiß, ich werde es vielleicht eh nie, aber hält mich nicht davon ab, daran weiterzuarbeiten. Das ist es auch von meiner Seite. Und jetzt zum Abschluss einen ganz wichtigen Punkt, den ich leider Gottes vergessen habe. Dieser Pulli, der ist von Shein. Ihr werdet sich sicher schon gefragt haben. Also wer das jetzt in die Kommentare schreibt, der hat das Video nicht bis zum Schluss geschaut und sie offensichtlich verrotten damit. Der ist von Shein. Also ihr werdet ihn dort finden, wenn ihr es noch willst. Und diese Kette, die war geschenkt. Ich weiß nicht, wo sie her ist. Also in diesem Sinne, danke, dass ihr mit dabei wart. Ich lasse mir jetzt das Frühstück richtig schmecken und wir sehen uns im nächsten Video.